Vor vielen tausenden Jahren, vor der Erfindung des Geldes, haben Menschen angefangen, die verschiedensten Dinge miteinander zu handeln. Hey, für 2 Kühe kriegst du meine 2 Kamele. Und für 20 Kühe kriegst du dieses Bild, was ich auf eine Steintafel geritzt habe. Irgendwann gab es jedoch das Problem, dass jemand keine Kamele mehr brauchte. Dude, ich hab schon 30 Kamele. Und so machte man aus Kupfer, Eisen oder anderen Materialien kleine Münzen, denen man einen bestimmten Wert gab. Stunts. Und so, ungefähr, wurde Geld erfunden. Und ab diesem Zeitpunkt gab es immer eine Person auf der Welt, die von allen Menschen am meisten Geld besaß. Das Geld nahm über die nächsten tausenden Jahre immer verschiedenere Formen an. Und auch die Personen, die am meisten Geld hatten, veränderten sich. Und heute, im Jahr 2023, haben wir Mark Zuckerberg, hat Facebook gegründet, besitzt die beliebteste Social-Media-Plattform der Welt namens Metaverse. Hey, welcome. Leute sind sich bei ihm nicht einig, ob er ein Roboter ist, eine Echse oder eventuell sogar beides. Because you're human, and I was human. I am human. Hat seit Jahren schon die Default-Skin-Frisur und kann seine Mimik auf Kommando überraschend akkurat steuern. Bill Gates hat Microsoft gegründet. Damn, Bill! Wird dafür beschuldigt, dass er Leuten Mikrochips ins Gehirn pflanzen will, seine eigene Hitman-Armee zu erschaffen. Und muss ganze 2 Minuten auf der Stelle stehen, um sich einen neuen Lamborghini leisten zu können. Und das Wichtigste, er kann über einen Stuhl springen. Is it true that you can leap over a chair from a standing position? Jeff Bezos hat Amazon gegründet, sieht aus wie der nächste Bösewicht aus irgendeiner Sci-Fi-Serie. Und möchte genauso wie Dr. Evil eine Rakete ins Weltall schießen, um auf dem Mond einen riesigen Amazon-Laser zu bauen. Und dann gibt es natürlich noch den allerreichsten Mann der Welt. This is Elon Musk. Eines Tages saß Elon Musk genervt im Stau in Los Angeles und dachte sich, ich glaube, ich baue ein riesiges Tunneltransportsystem unter der Stadt und fing daraufhin einfach an zu graben. Dann hat er Cappies für sein Projekt verkauft und einige Zeit später wurde der Tunnel dann fertig gegraben. Auf einmal fängt er an, Flammenwerfer zu verkaufen. Yeah, it's a terrible idea. Nachdem er 20.000 davon verkaufte, redete er auf einmal davon, den Mars mit nuklearen Atombomben zu befeuern. Und verkaufte tausende T-Shirts mit der Aufschrift Nuke Mars. Und noch ein paar Tage später befestigt er seinen Tesla an der allerstärksten Rakete, die jemals auf dieser Welt gebaut wurde, und schießt ihn für Millionen von Euro in das fucking Weltall. Ja, wenn ich mir die reichsten Menschen so angucke, bin ich mir sicher, unsere Zukunft ist in sicheren Händen. Und doch für die Erklärung, wie es dazu kommen konnte, dass Elon Musk den Minecraft-Kreativmodus in Real Life auslebt und welche verrückten Sachen über die Jahre so passiert sind und noch passieren werden, müssen wir zurück an den Anfang. Elon Musk, geboren und aufgewachsen in Südafrika, hatte ziemlich hart arbeitende Eltern, wobei die meisten Medien sagen, dass sein Vater eine Smaragdmine besaß, was dafür sorgte, dass man sich geldtechnisch nie große Sorgen machen musste. Oh nein, es gibt schon wieder Smaragde zum Frühstück. Elon Musk selber verneint das und bietet demjenigen, der die Existenz dieser Mine beweisen kann, 1 Million Dogecoins. Ich hab sie gefunden. Relativ früh programmieren gelernt und das Videospiel Blaster entwickelt. Und mit 10 Jahren in seiner Schule eine Treppe runtergeschubst worden. Und wahrscheinlich bekam er ab dem Moment die Idee, die grausame Erde zu verlassen und den Mars besiedeln zu wollen. Aber dazu später mehr. Mit 17 zog er nach Kanada, meldete sich bei der Uni an und verließ sie in studentischer Manier nach ganzen 2 Tagen wieder. Weil er doch lieber das Softwareunternehmen Zip2 gründen wollte. Die Firma dann für 22 Millionen Dollar verkaufen und bumm, Elon Musk ist Millionär. This is definitely very cool. Gründet daraufhin die Seite x.com, die nach langem Arbeiten und guten Connections dann wiederum zu paypal.com wird. Und 2002 erhält er dann durch den Verkauf der heute sehr bekannten Bezahlplattform 180 Millionen Dollar. Und ab hier wäre für die meisten das Leben bereits erfolgreich abgeschlossen. Der Mainquest ist erledigt und zwar fucking reich sein. Aber nein, Elon Musk entschied sich nach dem Mainquest noch über die nächsten Jahrzehnte jedes andere fucking Achievement auf dieser Welt abzuschließen. Zahlreiche Raketen in das All schießen, selbstfahrende Autos herstellen, daran arbeiten, den Menschen zum Cyborg zu transformieren, Roboter entwickeln, die Menschen ersetzen sollen. Als Wario verkleidet in einer Fernsehshow auftreten. Wow.
zahlreiche Kinder gebären, von denen er eins so genannt hat wie ein fucking Passwort. Hallo, mein Name ist... den Kryptomarkt mit einer lustigen Hundewährung manipulieren. Dogecoin. Einen Gastauftritt in Iron Man 2. Einen Tunnel bohren und daraufhin Minecraft als Caption tweeten. Parfüm verkaufen. I stimulated my penis. Explosion. Ziegelsteine verkaufen. Aus den restlichen Ziegelsteinen einen Turm bauen. Ich furze auf euch, ihr Schweinepriester! Einen Rap-Song rausbringen. Joe Rogan Podcast. Ja. What? You're gonna hop on my car. Explosion. Ja, vielleicht sollten wir uns doch mal genauer angucken, was der reichste Mann der Welt mit seinem Geld alles so gemacht hat. . 2003 investierte Elon Musk von seinen 180 Millionen Dollar ganze 70 Millionen in die bis dahin schon existierende Firma Tesla. It's all electric and fast. It's called Rocket Ride. Moderne Elektroautos, die seit Jahren schon unsere Straßen bereichern. Holy fucking shit. Der Firmenname Tesla kommt logischerweise von dem Clash of Clans Tesla-Gebäude. Und die Autos können seit ein paar Jahren schon teilweise sogar von alleine fahren, wobei jedoch der komplette Autopilot noch nicht ganz ausgereift ist. Oh, ein Kind, tot. Oh, noch ein Kind. Ja, ich glaube, das ist kein Problem, wenn Leute beim Fahren einschlafen und einfach die Kontrolle dem Auto überlassen. Und in jedem Auto ist ein Zentralbildschirm eingebaut, auf dem man die neuesten AAA-Spiele spielen kann. Und endlich in Cyberpunk 2077 sein Auto crashen kann, damit das Spiel danach crasht, um danach sein Auto nochmal in Real Life zu crashen. Dann gibt es noch den Tesla Cybertruck, der so aussieht, als hätte man die Grafikeinstellungen von einem modernen Auto einfach mal ein bisschen runtergeschraubt. Oder als hätte ein 8-Jähriger das Design in Windows Paint entworfen. Außerdem kommt der Truck mit eingebauten, unzerstörbaren Scheiben. Oh my fucking god. Well, maybe that was a little too hard. Dieser Mann liebt diesen Truck sogar so sehr, dass er ihn als fucking Schuh trägt. Und dann gibt es noch die anderen Tesla-Modelle. Und wenn ich mir vor Augen führe, dass alle Tesla-Modellnamen zusammen das Wort Sexy Cars ergeben, vergesse ich manchmal, dass das immer noch der reichste Mann der Welt ist und nicht irgendein trollender Reddit-User. Der Tesla-Bot. Ein 1,72 Meter großer Roboter, der in den kommenden Jahren den Menschen zahlreiche Arbeit abnehmen soll. It's intended to eliminate dangerous, repetitive and boring tasks. You can run away from it. Von repetitiver Arbeit, wie zum Beispiel am Fließband stehen. Ich hasse meinen Job. Gefährliche Arbeit, wie zum Beispiel eine Bombe entschärfen. Oder einfach nur schwere Arbeit, wie zum Beispiel Diamant 5 in League of Legends erreichen, ohne einen Nervenzusammenbruch zu kriegen. Soll dieser Roboter schon in ein paar Jahren den Alltag der Bevölkerung bereichern? It is expected to cost much less than a car. So I would say probably less than $20,000. Er soll außerdem Einkäufe für einen erledigen oder einfache Haushaltsarbeiten für die Menschen ausführen. Und wenn man ein bisschen in die Zukunft blickt, könnte man sich hier eventuell ein paar Fragen stellen. Wie zum Beispiel, was, wenn ein Tesla-Bot gehackt wird und daraufhin kriminell wird? Woher soll die Polizei wissen, welcher Tesla-Bot letzte Nacht das Altersheim angezündet hat? Hey, Officer, es war dieser hier. Was, wenn ich mit meinem Tesla-Bot meine Freundin besuche und der Tesla-Bot sich bereits automatisch mit dem WLAN-Router verbindet? Was passiert, wenn der Tesla-Bot anstatt meine Einkäufe zu erledigen, einen anderen Tesla-Bot kauft, der diesen dann aufbaut und dieser Tesla-Bot kauft wiederum einen Tesla-Bot, der einen Tesla-Bot aufbaut und diese Tesla-Bots kaufen dann daraufhin alle einen Tesla-Bot? Oh mein Gott, alle Menschen werden sterben. Gebt uns eure V-Bucks. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, ein Teil der Anti-Tesla-Bot-Verteidigungseinheit zu werden und mir einen epischen Kampf mit den Tesla-Bots zu liefern. Boston Dynamics arbeitet auch schon an Robotern. Was passiert, wenn sich mein Tesla-Bot mit einem anderen Roboter prügelt? Was passiert, wenn zwei Roboter Liebe machen? Was, wenn mein Tesla-Bot absolut scheiße in League of Legends ist und ich Silber Hardstack bleibe? Was, wenn ich Counter-Strike spiele und der Tesla-Bot in meinem Gegnerteam ist?
Am Tesla-Bot wird konstant gearbeitet und er soll bald für gerade mal $20,000 erwerbbar sein. Doch ich glaube, wir haben alle genug Filme gesehen, um zu sehen, wie das enden könnte. Aber wahrscheinlich wird sich all das eh noch um ein paar Jahre verzögern, denn immerhin ist der Erfinder davon die gleiche Person, die 69, 420 und Gay Furry Porn Memes auf Twitter postet. Seit 2019 kreisen durch die Firma Starlink zahlreiche Satelliten um die Erde und sorgen dafür, dass man mithilfe eines kleinen Starlink-Terminals auf der Erde überall Internet empfangen kann. A monumental day in history for the Vanlife Gaming Community. Normale Glasfaserleitungen erreichen schließlich nicht jeden Ort auf der Erde, wohingegen man mit den kleinen Terminals von wirklich überall einwandfreies Internet bekommen kann. I'm playing Fortnite. With this view right here. Und die Satelliten lassen sich sogar abends am Sternhimmel erblicken. Falls ihr also mal eine schlangenlinienartige Sternformation seht, sind das wahrscheinlich Satelliten, die dafür sorgen, dass irgendjemand am Nordpol Counter-Strike spielen kann. Starlink-Satelliten laufen eigentlich relativ stabil, doch Unwetter gibt es auch im Weltall. I am not inside a fusion reactor. Und so wurden 2022 40 Satelliten von einem geomagnetischen Sturm getroffen und flogen wieder zurück in die Atmosphäre der Erde. Those are comets, it's like a series of comets. Wow. Guckt euch dieses Video von einem Affen an, der mit einem Controller diese gelben Boxen anklickt. Alles scheint relativ normal. Und das Ding ist nur, der Controller ist nicht eingesteckt. Dieser Affe steuert den Computer mit seinem fucking kleinen Monkey Brain. Nun, Elon Musk ist tendenziell eher besorgt, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Jedoch sind er und viele Forscher sich einig, dass es für uns alle am schlausten wäre, anstatt gegen die künstliche Intelligenz zu kämpfen oder sie gar ganz abzulehnen, ChatGPT deine Mutter. Sich in den kommenden Jahren mit ihr zu vereinen. Iron Man, yeah. Ganz nach dem Motto, wenn du sie nicht besiegen kannst, schließ dich ihnen an. Und bereits heute werden schon die ersten Roboterarme nur durch die Gedanken gesteuert. Aber auch das Handy, mit dem wir durch das Internet scrollen, ist schon die erste Symbiose zwischen Mensch und Maschine. Nur sieht die nicht so cool aus wie irgendwelche Roboterarme. Und seine Firma Neuralink arbeitet eben genau an sowas. Ein kleiner elektronischer Chip wird in einer sehr einfachen Operation in den Kopf eingepflanzt und interagiert dabei mit den Signalen des Gehirnes. To control his paddle on the right side of the screen, Pages simply thinks about moving his hand up or down. Dadurch könnten zum Beispiel Leute, die paralysiert sind, sich wieder bewegen. Ganze Krankheiten könnten geheilt werden. Blinden Leuten würde so das Sehen wieder ermöglicht werden. Even if someone has never had vision ever, we believe we can still restore vision. Und dieser technische Fortschritt ist gar nicht mal so viele Jahre entfernt. Die ersten Versuche an Menschen, die einen Chip in ihren Kopf gepflanzt bekommen sollen, haben bereits begonnen. Neuralink findet laut Elon Musk aber auch seinen Platz in anderen Anwendungsbereichen. Man wird per einfachem Knopfdruck komplette Sprachen und Wissenspakete aus dem Internet herunterladen können. Erinnerungen lassen sich speichern oder sogar verschicken. You could upload, you could basically store your memories as a backup. And ultimately you could potentially download them into a new body or into a robot body. The future is gonna be weird. Anstatt Spiele mit einem VR-Headset zu spielen, wird man komplett in Spiele eintauchen können und sie vollständig live erleben. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, was dabei schiefgehen könnte. Wenn du im Spiel stirbst, stirbst du in real life. Leute, ich kann mich nicht mehr ausloggen. Man wird Filter für sein Auge aktivieren können oder verbundene Geräte nur mit den Gedanken steuern können. Musik, die man durch den Chip in seinem Kopf abspielen kann. Wow, endlich mehr Stimmen in meinem Kopf. Direkte Kommunikation mit anderen per Telepathie. Die Möglichkeiten sind wirklich grenzenlos. Doch auch hier können sich eventuell einige Fragen für die Zukunft stellen. Was passiert, wenn der Chip mal nicht richtig funktioniert? Laufen dann Menschen durch die Straßen und werden auf einmal zur Half-Life Ragdoll? Sorry, ich kann heute nicht ab. Ich habe wieder einen fucking Glitch. Oh mein Gott. T-Posing, T-Posing, T-Posing. Warum höre ich seit dem neuesten Update nicht auf zu T-Posen? Was ist, wenn mein Neuralink-Chip gehackt wird und irgendein Troll eine 10 Stunden Metal-Pipe-Falling-Videoversion in meinem Gehirn loopt, obwohl ich eigentlich schlafen möchte? Wird Werbung in meinem Kopf angezeigt? Denn falls ja, dann werde ich wahrscheinlich sofort von einem naheliegenden Hochhaus springen. Yeah!
Hey, wie geht's dir heute? Alles klar bei dir? Rage Shadow Legend. Oh, ich hab wahrscheinlich einfach nur vergessen, Adblocker fürs Gehirn zu installieren. Wow, ich kann die Zukunft kaum erwarten. Ich habe einen Elon Musk kritischen Tweet verfasst und aus irgendeinem Grund kann ich seit heute Morgen meinen Arm nicht mehr bewegen. Und warum kommt dieser Starlink-Satellit am Himmel immer näher auf mich zu? Was, wenn in ein paar Jahren 30% der Bevölkerung diesen Chip in ihrem Kopf haben und Elon Musk auf einmal meint, den roten, leuchtenden Knopf zu drücken? Ich sehe auch jetzt schon den Schwarzmarkt für Erinnerungen, die verkauft werden. Hier, diese Erinnerung kostet 5000 Euro und war auf den höchsten Bergen der Welt. Und diese Erinnerung hat 5 Stunden lang durch High-Quality-Pepe der Frosch-Memes gescrollt. Und ob wir es wollen oder nicht, aber das wird die Zukunft. Und die nächsten 20 Jahre Neurowissenschaften werden auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Und bevor wir zu seinen 2 größten Werken kommen, gibt es erstmal Werbung. Mein Sohn. Es gibt eine Sache, die du nicht über mich weißt. In der digitalen Welt bin ich ein rothaariges Anime-Mädchen. Nein, Vater, das kann nicht stimmen. Nein, die Anime-Welt ist in Gefahr. Du musst das Unmögliche tun und selber zum Anime-Mädchen werden. Mein Sohn, denkst du, ein bisschen Grinden wird dir helfen? Du wirst mich niemals besiegen können. Du lernst dazu, aber du bist noch nicht bereit. Es gibt nur eine Möglichkeit. Alexa, lad das neue Honkai Star Rail Update runter. Ich spüre es. Dank dem neuen großen Update fühle ich die Macht in mir aufsteigen. Und durch den neuen Charakter Kafka bin ich mächtiger als je zuvor. Noch ein paar Level und du wirst zur ultimativen Waifu. Ich habe dich bereits erwartet, Kafka. Oder soll ich lieber sagen, Sohnemann? Wenn du das Update runterlädst, gibt es kein Zurück mehr. Tarambe. Drück auf den Link in der Videobeschreibung. Werde selber zum Anime-Mädchen und hol dir mit meinem Code 50 mehr Ingame-Währung. Werbung Ende. Elon Musk bislang größtes Werk ist die Firma SpaceX. Eine Firma, die irgendwann dafür sorgen soll, das Leben auf dem Mars und anderen Planeten zugänglich zu machen. Bereits in den nächsten 50 Jahren werden schon die ersten Leute kommerziell für ein bisschen Geld auf den Mars fliegen können. Würde man jedes Mal eine neue Rakete bauen, damit Leute auf den Mars fliegen können, wäre das deutlich zu teuer. Also versucht man, die Raketen wiederverwendbar zu machen, nachdem sie bereits einmal gestartet sind. Sie müssen, nachdem sie abgekapselt wurden, wieder sicher auf dem Boden landen. Ohne zu explodieren. Und so versuchte man über die Jahre, zahlreiche Raketen zu bauen, die genau das schaffen sollten. Oh, und wie man es versuchte. Und 2015 wurde dann das erste Mal eine Rakete gestartet und daraufhin wieder erfolgreich gelandet. Oh damn. Soweit, so gut. Und 2 Jahre später und einige Fehlschläge mehr, startete man dann die Falcon Heavy. Eine Rakete, die auch die Kapazität hat, rein theoretisch bis zum Mars zu fliegen und dabei eine Masse an Menschen inklusive Ausrüstung und genügend Treibstoff dorthin zu befördern. Unterm Strich wird heute Geschichte geschrieben oder sagen wir so, soll zumindest in wenigen Minuten Geschichte geschrieben werden. Und anstatt echten Menschen nahm man sicherheitshalber ein hypothetisches Gewicht. Und zwar einen Dummy, der in einem Tesla sitzt. Sollte das also klappen, wäre der erste Stein gelegt für den kommerziellen Raumfahrt zum Mars. 6, 5, 4, 3, 2, 1. You gotta be kidding me! Also der Elon Musk macht hier Geschichte, das muss man wirklich sagen. Und
Und so fliegt der sogenannte Starman die nächsten 100 Jahre Richtung Mars. Im Weltall nichts außer purer Stille. Auf einer Platine die Aufschrift „Hergestellt auf der Erde vom Menschen". An diesem Tag wurde nach der Mondlandung 1969 der wichtigste Meilenstein für das Leben auf anderen Planeten gesetzt. Das erste Mal hatte man das Gefühl, dass das Ziel gar nicht mehr so weit entfernt ist. Doch gleichzeitig ist es wirklich schwer, sich auszumalen, dass das der gleiche Mann ist, der ausgelutschte Dogecoin-Memes auf Twitter postet. Wir werden es also sehr wahrscheinlich bald zum Mars schaffen. Ein Flug zum Mars dauert gerade mal 6 Monate. Dort einmal gelandet ist es ziemlich kalt, also wirklich sehr, sehr kalt. Man müsste also eine belebbare Kuppel erschaffen oder den Mars an beiden Polen mit thermonuklearen Bomben bewerfen. Durch die dadurch freigesetzte Energie würde sich der Planet erwärmen und es wäre ziemlich aushaltbar auf dem Mars. Drop thermonuclear weapons over the poles. You're a supervillain. That's what a supervillain does. Du kannst nicht einfach ein Loch in die Oberfläche des Mars schießen. Danach wird man Essen auf dem Planeten anbauen müssen, um irgendwie dafür zu sorgen, dass das Leben auf dem Mars nachhaltig möglich ist. Tage auf dem Mars sind 40 Minuten länger. Die Deutschen können also dort noch mehr arbeiten als auf der Erde. Und auch hier könnte man sich vielleicht einige Fragen stellen. Wer hindert Nestle daran, innerhalb der ersten fucking 5 Sekunden jegliches Wasser auf dem Mars für sich zu beanspruchen? Bitte kein McDonald's auf dem Mars bauen. Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten. Was mit den Gesetzen auf dem Mars? Elon Musk schlägt Demokratie vor. Gewisse Personen werden das wahrscheinlich nicht so feiern. Und wem zum Fick gehört eigentlich der Mars? Die USA hat sich jetzt schon zum Besitzer des gesamten Weltalls ernannt. Okay, cool, Bruder. Falls jetzt nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst geht, sehe ich morgen schon die Briten, Franzosen und Spanier, wie sie durch den Weltraum fliegen, um den Mars zu kolonialisieren. Was, wenn wir uns alle irren und der Mars doch eigentlich flach ist? Was, wenn wir auf dem Mars landen und auf einmal die Doom-Musik anfängt zu spielen? Where are the aliens? Maybe they're among us. Kriege auf dem Mars? Ich kann's kaum abwarten. Ja, gerne können wir uns morgen treffen, um das Low-Gravity-Fußballspiel zwischen Bayern und Mars zu gucken. Einerseits sind das alles Fragen, mit denen man sich irgendwann in den nächsten Jahren auseinandersetzen muss. Andererseits dürfen wir niemals vergessen, dass das hier der Mann ist, der uns alle zum Mars bringen möchte. Elon Musk ist schon seit Jahren großer Fan von Twitter und bereichert das Internet schon etwas länger mit seinen Tweets. Berliner Wurst hat am meisten Krieg. Der Tesla-Aktienpreis ist zu hoch, meiner Meinung nach. Got a new tweet from Elon Musk. Den Stock now down almost 7%. Dude, ich habe gerade 10.000 wegen dir verloren. Was zum Fick ist falsch mit dir? Und dann kaufte er im Jahr 2022 nach einigen Verhandlungen die Social-Media-Plattform für 44 Milliarden Dollar. The bird is freed, twittert Elon Musk in der Nacht. Oh shit! What? Elon Musk just bought Twitter. In Höhe von 44 Milliarden Riesenflussschildkröten. Die Kernidee war dadurch, mehr Meinungsfreiheit auf der Plattform zu schaffen. Doch ab hier ging das Abenteuer erst richtig los. Am Tag 1. Elon Musk läuft in den Twitter-Hauptsitz mit einem Waschbecken und der Aufschrift „Lass das Waschbecken rein". Oh, warte, der Witz funktioniert nur auf Englisch. Let that sink in. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? Er merkte, dass Twitter allein durch die größtenteils nutzlosen Mitarbeiter jeden Tag 4 Millionen Dollar verlor. Me beautiful money! Und kündigte daraufhin 75% der Twitter-Angestellten, welche bis zu dem Tag tatsächlich nicht sehr viel zur Plattform beigetragen haben. So how do you run the company with only 20% of the staff? Turns out you don't need all that many people to run Twitter. Welcome to a day in my life as a Twitter employee. Honestly, took a moment to just soak everything in. What a blessing. So made some espresso. Also found this really cool meditation room that I thought was super neat. Look how delicious this food looks. Oh my goodness, I was so overwhelmed. Had some red wine on tap. Die Idee, unproduktive Mitarbeiter zu feuern, war gut, die Umsetzung eher weniger.
Denn andere Angestellte mussten daraufhin die mangelnden Mitarbeiter kompensieren, über Nacht im Büro schlafen oder tonnenweise Überschichten einlegen. Daraufhin führte Elon Musk ein neues Verifikationssystem ein. Twitter Blue. Jeder konnte sich damit den blauen Verifiziertagen erkaufen. Twitter war zu der Zeit finanziell auf einem absteigenden Ast und durch dieses neue Feature sollte ein neuer Geldfluss ermöglicht werden. Und vor diesem Feature war verifiziert zu sein ein Statussymbol. Man war jemand Besonderes. Man hatte die Twitter Street Credibility. Und Elon Musk wollte durch das Verteilen der blauen Haken das niedrigere Volk ermächtigen. Für ganze $8 konnte man sich ab sofort durch das neue Twitter Blue Feature einfach so einen blauen Haken erkaufen, um der ganzen Plattform zu zeigen, dass man verifiziert ist. Es gab nur ein Problem. Wie will man den echten Account einer Person oder einer Firma mit einem Fake-Account, der einen blauen Haken gekauft hat, auseinanderhalten? Richtig, gar nicht. Begonnen. Angriff der Klonkrieger hat. Oh boy, die Trolle waren bereit wie noch nie. Und wie sie bereit waren. Was darauf folgte, war einer der einflussreichsten Trollwellen des Internets. Und sie waren erbarmungslos. Ein zweiter Tesla hat soeben das World Trade Center getroffen. Oh Gott, das ist nicht gut für die Firma. Wir haben gerade die Regierung von Brasilien gestürzt. Okay, wir sollten das Feature vielleicht jetzt... Wir klauen euer Wasser und verkaufen es euch wieder. Cola ist besser. Wir haben ein paar Aliens getötet. Ich bin gestorben. Auf tragische Weise. For Nintendo simply tweeted a picture of Mario. You are not my friends anymore. Der Tesla-Bot hat gelernt, rassistisch zu sein. Yeah, you can fuck the Pokemon in the new one. Who wants Mr. Bean to eat their pussy tonight? I miss killing Iraqis. Oh no! We will put cocaine back in Coca-Cola. Nice. Ein verifizierter Twitter-Account. I am over here stroking my dick. I got lotion on my dick right now. We're adding sex to Roblox. Verified as Jesus Christ. Es scheint, als hätte ich mehr als 12 Anhänger. Leute, die sich nicht klar als Parodie-Account angeben, werden suspendiert. Ich liebe es, morgens aufzustehen und meinen eigenen Urin zu trinken. Das ist nicht lustig, Leute. Ich esse Kacke zum Frühstück. Ich bin Elon Musk. Das ist keine Parodie. I make the rockets. Who could have seen this coming? What? Wir finden es okay, wenn ihr Punika aus dem Supermarkt klaut. Strafgesetzbuch. Paragraph Nummer 104. Wissen wir natürlich, ist uns aber egal. Punika Abenteuer drehen. Und dann gibt es noch den Tweet von Eli Lilly & Company. Eine Insulinfirma, die seit Jahrzehnten Insulin verkauft. Der Durchschnittspreis von Insulin in Amerika liegt bei $98. Diese Firma verkauft Insulin für $275, während man gerade mal $10 für die Produktion braucht. Bin ich happy, hab ich Dollar, klatsch ich doll. Für ein Produkt, was zahlreiche Menschen täglich brauchen, um am Leben zu bleiben. I have to pay for this or I die in about 2 days. Und so entschloss sich ein Twitter-User dazu, einen Fake-Account der Firma zu erstellen und vor den Augen von ganz Twitter anzukündigen, dass Insulin ab heute umsonst sei. An account that appeared to be from the pharmaceutical company Eli Lilly announced that all insulin would now be free. Excited to announce insulin is free. Insulin is free now. Wasn't true, of course. Der echte Firmenaccount hat danach noch verzweifelt versucht, das Ganze klarzustellen, doch es war bereits zu spät. Das war ein verifizierter Account. Lügt ihr etwa? Kurz danach fiel der Aktienpreis der Firma um einige Prozent, was für zahlreiche unterhaltsame Tweets und Schlagzeilen sorgte. What did it cost? $8. God damn, I love the internet, dude. Was wiederum dafür sorgte, dass sich Leute durch die riesige Aufmerksamkeit auf diesem Tweet fragten, warum zum Fick Insulin überhaupt so viel kostet und warum zum Teufel Amerikaner Medikamente rationieren müssen, welche sie zum Leben brauchen. Why isn't life-sustaining insulin free? Or at the very least, much, much cheaper than it is now. Und so wurde eine enorm große Aufmerksamkeit auf das amerikanische Insulinproblem gebracht und andere Insulinproduzenten mussten börsentechnisch eine ganz schön rote und eklige Woche verzeichnen, was wiederum in einem Milliardenschaden endete. I can't believe Wall Street fell for that. Der daraus resultierende politische Druck auf die Insulinfirmen sorgte dann einige Monate später dafür, dass der offizielle Insulinpreis von Eli Lilly and Company auf $35 pro Monat gesetzlich reduziert wurde. A medical game changer. Drugmaker Eli Lilly is slashing the price of insulin for millions of Americans with diabetes at $35 a month. It will change a lot of people's lives.
dieser Tweet war wahrlich der großartigste Shitpost aller Zeiten. Aber sollten die Menschen den Helden nicht kennen, der sie gerettet hat? Jeder kann ein Held sein, auch ein Mann, der etwas so Einfaches tut. Wie für 8 Dollar Twitter Blue zu kaufen. Man hatte die kommenden Tage auf Twitter das Gefühl, dass es mittlerweile um viel mehr ging als nur Trollen. Es wurde eher zu einem Spiel. Ein Spiel, in dem es darum ging, am meisten Schaden mit seinen Tweets anzurichten, um das neue Twitter unter Elon Musk Leitung noch weiter in den Ruin zu stürzen. Fake-Accounts von bekannten Politikern wurden erstellt, die teilweise sehr, sehr sauer darüber waren. Zu eurer Information, es geht ein Fake-Account von mir umher, der mich nachmacht und viral geht. Echte Firmen-Accounts, die daraufhin verzweifelt tweeteten, dass sie der echte Account sind, mussten sich daraufhin in den Kommentaren mit zahlreichen Trollen darum streiten, wer nun der echte von ihnen ist. Um Nachahmer zu bekämpfen, haben wir ein offiziell Label hinzugefügt. Nein, haben wir nicht. Ich habe euch beide gemeldet. Und zahlreiche Journalisten übernahmen schonungslos die Informationen von irgendwelchen Troll-Tweets auf Twitter. Schöner Artikel. Hervorragend recherchiert. Plötzlich tweeteten verifizierte Leute, die schon seit Jahren tot sind. George Washington folgt mir jetzt und er ist verifiziert. Und Twitter wurde zu der einzigen Plattform im Internet, auf der sich ein verifizierter Papst Franziskus-Account mit dem toten Martin Luther und Papst Johannes Paul I. auf einmal unterhielt. Bitches GTFO, I'm in France poppin' bottles getting lit. Daraufhin wurde dann verzweifelt ein neuer Verifiziertagen eingeführt für wirklich Verifizierte. Und die Leute, die sich für 8 Dollar einen blauen Haken kauften, für eine Plattform, die man komplett umsonst benutzen kann, bekamen nicht nur sehr viele böse Blicke von WinRAR und Wikipedia ab, sondern hatten die kommenden Monate auch eine sehr schwere Zeit auf Twitter vor sich. George spoke really good Spanish in my video. This motherfucker paid for Twitter. Verify account. Ich hab nicht für Twitter bezahlt. Ich hab bezahlt für freie Meinungsäußerung. Die Leute mit blauem Haken fingen daraufhin verzweifelt an, ihre eigene Version von dem Meme zu posten. Doch waren sie damit offensichtlich in der Unterzahl. Die Hashtags BlockDeadBlueChecks und BlockTheBlue trendeten daraufhin in den Twitter-Trends, weil sich viele Leute dazu entschieden, alle mit blauem Haken nicht mehr auf ihrer Timeline haben zu wollen. Wie ich alle Twitter-Blue-Accounts auf meiner Timeline blocke. Und so entstand innerhalb der ersten 2 Tage ein riesiger Online-Klassenkampf, live vor den Augen aller Menschen. Von den fast 7000 gefeuerten Mitarbeitern versammelten sich auch 2 Leute vor dem Twitter-Hauptsitzgebäude und gaben Interviews. Hey, what was your position here? Software engineer. How long have you been working here? 3 years. 2 Typen mit den Namen Daniel Johnson und Rahul Ligma. L-I-G-M-A. L-I-G-M-A? Yeah. Ligma. Willkommen zurück, Ligma und Johnson. Außerdem wurden ein paar Accounts, welche bis dahin in der Twitter-Hölle der verbannten Accounts schmorten, durch Elon Musk wiederbelebt. Mit dabei waren Persönlichkeiten wie der Psychologe Jordan Peterson, Dre den Swag auf, die Satire-Zeitschrift Babylon Bee, Kanye West, der erstmal ein unschuldiges Shalom postete. Hey, good morning, Kanye. Shut the fuck up. Und kurze Zeit danach anfing, den härtesten Antisemitismus seines Lebens zu droppen. I'm gonna kill you and take the children away from you. I also love Nazis. Germans had a really cool leader at one time. Hitler. I love Hitler. Weshalb er auch kurze Zeit danach wieder von der Plattform gesperrt wurde. Das ist jetzt ein Subreddit für Taylor Swift. Es war eine gute Zeit, Leute. Andrew Tate, der entbannt wurde, daraufhin dann zum Twitter-Hauptsitz flog, sich bei Elon Musk bedankte und sich kurze Zeit danach vor den Augen der ganzen Welt in einen Hardcore-Twitter-Beef mit Greta Thunberg stürzte. Well, what color is your baguette? Polizei beschlagnahmt Luxusautos. Trump, der nach einer demokratischen Abstimmung, bei der einfach mal 15 Millionen Leute mitgemacht haben, entsperrt wird, sich danach dann aber doch wieder dazu entschied, auf seiner eigenen Plattform zu bleiben. Yo, Obama, wanna hop on Minecraft right now? I got a few hours away from Melania. Generell wurden viele Leute, die einst gebannt waren, wieder auf Twitter zugelassen. Außerdem sind eine hohe Anzahl an Twitter-Bots und Spam-Accounts verschwunden. Twitter konnte zuvor außerdem jegliche private Nachrichten völlig legal mitlesen. Auch die Chatverläufe von Politikern. Auch dies wurde geändert. The social media platform has been handing over private messages to government agencies. Für viele Leute war das dennoch so, wie als würde Spider-Man plötzlich nochmal kurz vor dem Endkampf sich mit all seinen Erzfeinden konfrontiert sehen. Einige Leute waren dementsprechend nicht sehr erfreut über Elons Rolle als CEO und die Rückkehr der verbannten Twitter.
Twitter-Accounts und deaktivierten daraufhin ihren eigenen Account. Beziehungsweise tweeteten darüber, dass sie ihren Account deaktivieren, um zu sehen, was Leute davon denken, wenn sie ihren Account deaktivieren. Die Anzahl der Twitter-User ist nämlich rasant gestiegen. Der Hashtag Kill Elon Musk und Rip Twitter landete in den Twitter-Trends. Die Leute waren sehr sauer. If Elon Musk successfully purchases Twitter, it could result in World War III and the destruction of our planet. Über die kommenden Monate wurden dann einige Features eingeführt. Der sogenannte Fact-Checker kann Leute, die einfach nur Missinformationen verbreiten wollen, komplett auseinandernehmen und den Thread mit einem richtigstellenden Kommentar ergänzen. Ich bin ein Alpha. Die Liberalen fürchten mich. Josh missrepräsentiert seine Identität. Hab eine kolumbianische Frau im Urlaub getroffen. Der User wird jetzt beschuldigt, die Frau umgebracht zu haben. Dann wurde ein Feature eingeführt, mit dem Twitter Blue-Nutzer 8 GB Videos hochladen können. Und die nächsten Tage hatte man auf seiner Timeline das Gefühl, durch die Netflix-Bibliothek zu scrollen, weil Leute von Filmen wie Shrek der Dritte, Fast and the Furious oder dem Super Mario-Film, der einfach erst seit 2 Tagen draußen war, alles Mögliche an Filmen hochluden. L plus Ratio plus full Iron Man Movie. Nintendo und andere Filmstudios hatten da natürlich absolut gar kein Problem mit. Danach konnte man als Twitter Blue Abonnent auch anstatt 280 Zeichen jetzt 4000 Zeichen benutzen, nur um dann noch öfter den Satz halbe Bibel, ganzer Hurensohn in seinen Kommentaren zu lesen. Später kam dann das Go Outside and Touch Grass Update, bei der man nur noch eine bestimmte Anzahl an Tweets pro Tag lesen konnte, damit Twitter User endlich mal wieder mehr rausgehen. Häufigkeitslimit überschritten. Und heute ist die Plattform in keiner schlechten Verfassung und hat sich Monate nach dem Kauf von Elon Musk sehr interessant entwickelt. Twitter ist nicht gestorben, wie viele behauptet haben, auch wenn man wirklich täglich das Gefühl bekommt, dass man auf einer sinkenden Titanic steht, die Stück für Stück mit Violinmusik untergeht. Endlich! Der momentane Plan von Elon Musk ist es, Twitter weiterhin in die sogenannte X-App, eine App für alles, zu verwandeln. Nachdem das Logo einfach mal über Nacht geändert wurde und zahlreiche Leute sich über den neuen Namen lustig machten, sind die Prozesse im Hintergrund weiterhin am Laufen. An Livestreams auf der Plattform wird bereits gearbeitet. Und andere Features sollen folgen, um in ein paar Jahren dann alle anderen Social-Media-Plattformen verschlingen zu können. Die nächsten Monate werden auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und eine Sache hat man über die Jahre auf jeden Fall gemerkt. Elon Musks Ruf hat sich deutlich verschlechtert. Damals war er unter all den Reichen dieser eine Milliardär, der einem ein bisschen das Gefühl gab, dass die superreichen Menschen der Erde am Ende des Tages auch nur Menschen sind. An einem Join-Scene in Joe Rogans Podcast. Ein Meme-Review bei PewDiePie hosten. Geklaute Memes von Reddit auf Twitter posten oder der Meinung sein, dass die Erde innen drin leer ist und Donkey Kong darin lebt. Ein ganz normaler Mensch eben. Oder als Elon Musk als einzige Instanz mit Macht den Leuten auf Reddit bei der GameStop-Saga geholfen hat und sogar kurz dem Wall Street Bets Discord beigetreten ist. Dieser Mann ist kein Genie, er ist eher ein Geschäftsmann. Ein Geschäftsmann mit wirklich sehr bedürftigem Humor, der ab und zu mal was auf Twitter-Shit postet. Elon, du hast eine Präsentation in 50 Minuten, hör auf Memes zu posten. Gleichzeitig hat er den Raumfahrt über die letzten Jahre weitergebracht, als es irgendein Mensch jemals schaffen konnte. Auch wenn man sagen muss, dass viele seiner Versprechen und Visionen sich am Ende als leere Worte entpuppten, ist er im Kern immer noch darum bemüht, die Welt weiterzubringen. Und das ist deutlich besser, als auf irgendeiner Yacht zu sitzen und zu warten, bis die Welt untergeht.